Tachchen, meine Lieben. Ich bin gerade dabei, ein Spiel zu starten. Beast Within. Mal gucken, ob es funktioniert. Star Force Copy Protection System. Fehler. Okay. Funktioniert also nicht. Eventuell erfordert das Administratorberechtigung. Starten wir es als Administrator halt nochmal neu, wenn es sich dann besser fühlt. Schutzsystem. Starten Sie den Rechner erneut, um die Installation der Kopierschutztreiber abzuschließen? Ganz sicher nicht, das habe ich schon. Nö. Tja. Digital signierten Treiber. Das ist mir dann egal. Ich hab ja aufgegeben, 3 Treiber fehlen für dieses Spiel. Das ist halt so ein uraltes Ding. Beast Within. Gut, ich habe mir immer gesagt, bei Minigames werde ich mir keine großen Umstände machen. Wenn da was nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht. Dann ist das halt egal. Dann machen wir es irgendwann anders. So ein relativ großes Spiel. 2 GB groß. Weil ich habe ja halt genug, ne? So, dann haben wir ja Unreal 2. Das kennt man. Also viele kennen das. Ohne Startdatei. Unreal, da haben wir sie gefunden. Unreal 2.exe. Ist auch kein kleines Spiel. Funktioniert's dann? Also im Moment noch nicht. La la la, la la la. Was kann ich euch denn so lange, wie es nicht funktioniert, noch erzählen? Please insert the Unreal 2 Disc. Was weiß ich, wo ich die Disc habe? Wahrscheinlich im Karton im Keller. Das heißt für mich Unreal Pflicht von der Platte. Ist sowieso nur so ein Spiel, so ein. Ja, Ballerdings. The Beast of Lucan Isle. Starten wir mal, wenn es denn funktioniert. Oh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der Bildschirm wird schwarz. Googie Silverback Productions. Und ein Himmel. The Beast of Lucan Isle. Das sieht sogar ein bisschen nach 3D aus. Das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt von solchen Spielen. Die sind ja alle nur 2D. Wie heißt du? Kitsunaki. Okay. Willkommen, Kitsunaki. Nicht du, doch. Mitwirkenden. Zum Enden. Spielen. Normal. Ohne nachzudenken. Erstmal normal. Okay. Sequenz überspringen? Nö. Ich muss doch wissen, worum es geht. Tolle Grafik. Ja, sagt's mir nochmal, dass es von Silverback ist. Dear Luna, all those crazy things we used to talk about, they're true. Drop everything and meet me at the North Shore at a place called Lycan Isle. I'll be at room 2 at the Village Inn at exactly 2 a.m. tomorrow night. Be careful. Your best friend always, Terra. Na, wie einladend. Time to go meet Terra in room 2. I wonder what this is all about. Warum stellen wir uns 8 Minuten vorher einen Wecker? Ah, so. Fantastic. I must have blown a fuse. Warte mal kurz. Muss mir kurz meine Nase putzen. Da sind wir wieder. Was ist das denn? Es war eine lange Reise, aber endlich erreichte ich Lucan. Ja. Lucan. Könnt ihr Latein? Da ist Lucan. Da ist ein Vollmond. Das hat nicht etwa was mit Werwölfen zu tun? Nein, überhaupt nicht. Und da ist auch ein Wolf. Eine kleine Insel und Touristenfalle.
Die Saison ist zwar schon vorbei, aber die Anwohner sind nicht gerade freundlich. Der Fährmann wollte die Insel unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Meine beste Freundin Tara bestand darauf, mich hier um 2 Uhr morgens zu treffen. Ich war aufgeregt, aber sie wollte mir nicht verraten, um was es sich handelt. So. It's too dark to see anything. Dann geh doch mal ans Fenster, da ist doch Licht. Und Staub und so. It's too dark to see anything. Ja, hast du eine Taschenlampe? Nö. Ja, was willst du machen? It's too dark to see anything. Ach, natürlich, der Kamin. Das blaue Leuchten zeigt an, dass du hier einen Gegenstand verwenden kannst. Ja, wahrscheinlich ins Feuer schmeißen, das ist mir schon klar. Aber es ist schön gemacht, muss ich sagen. Da haben sie sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Ein Gemäldestück. Warum liegt das hier im Zimmer rum? What happened to my face? Ja, wahrscheinlich hast du die beim Brille aufsetzen ein paar Mal mit den Bügeln daneben gestochen. Locked. Finde deinen Zimmerschlüssel. Uiuiui. I can never remember my luggage combination. I know I have it written down somewhere. Oder auf ein Gemäldestück. Das da? 1935? Na gut. Das, ist klar. Aber ich muss sagen, die haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Ja, da haben wir ihn schon gefunden. Das war ja schnell. Weil normalerweise ist man noch viel umständlichere Wege gewöhnt, um hier was zu erreichen. Schönes Triskel. Gemäldestück. Streichhölzer. That's strange. The door is open. It doesn't even look like anyone slept in here. What you doing in room 2, Miss Kenzie? Oh, my friend Tara is supposed to be staying here? Friend? No. You're the only guest this evening. What? Really? Tara Summers hasn't checked in. That's right. You shouldn't be wandering around after dark anyway, Miss Kenzie. I'll be locking the stairs until morning. Na, wie nett. She must have been here. Tara wouldn't play a joke like this. Something strange is going on. Bisschen. Sieht ein bisschen aus wie der Kerl. Nur halt als Frau. I'm going to need something to light this with. Warum? Komische Statue. Aber okay. Who are those guys? What are they dragging off? Na, das ist ja. I'm not gonna get out that way. It's a long drop to the ground. Ja, es regnet außerdem. Ich will gar nicht raus. Ich will schlafen. These are Tara's glasses. She must have been here. Aha. Einen von 10 Hinweise. Tara hat Hinweise für dich versteckt. Finde sie alle. Ist ja wie gonna catch them all. Kann ich das hier hochdroppen? Wahrscheinlich will ich Inventar. Nee. Wie droppe ich das denn normalerweise hoch? Ach, so kann ich wechseln. Okay. Zur Falltür im Zimmer dies benutzen. Welche Falltür? Unter einem Teppich wahrscheinlich irgendwo. Ich guck mal bei mir, ob ich da unterm Teppich eine Falltür finde.
weil der nette Opa hat uns hier eingeschlossen. The innkeeper locked the door? Why would he do that? Weil es ein gruseliger Innkeeper ist. Aber an sich ist die Einrichtung cool. So, sag ich doch, unter irgendeinem Teppich. Du hast eine seltsame Maschine gefunden. Finde die Videoscheiben. Videoscheiben, mhm. Um geheime Nachrichten zu erhalten. If you want to see your friend again, you must escape the inn and come to my house on the other side of the forest. Look at the globe by your wardrobe. Seltsame Anweisungen. By my wardrobe. That globe wasn't spinning before. All the continents are missing. Oh Gott, finde in der Szene 6 Kontinente. Da. Ja, Leute, helft doch mal mit. Ne, da ist eine. Das ist aber kein direkter Kontinent, sondern ein Subkontinent. Da ist einer. Da ist einer. Es fehlt noch Nordamerika und Europa. Uff. Können wir hier aufmachen? Da haben wir aus Versehen. Ah. Gut. Das ist schon eine Kiddie-Aufgabe hier. Stopp. So. Und nun? Natürlich. Na, immerhin haben wir jetzt schon mal was, um uns zu wehren, wenn irgendwas passiert. Gibt's hier noch irgendwas? Aha. Ah, bekloppt. Stadttor, die Augen des Hirschs. Was? I'll put this with my notes. It looks like it's missing three rings. Mhm. Die Karte. Finden die restlichen Kartenfragmente. Aha, du bist hier. Gasthof. Okay. Da brauche ich jetzt drei Fragmente für. Die sind hier wahrscheinlich nicht zu finden in der Szenerie, oder? Oder doch? Doch? Ich glaub's ja nicht. Ich dachte, Mensch, so leicht werden sie es mir nicht machen, dass ich hier in der Szenerie die Teile finde. Doch, so leicht machen sie es mir. Ist das ja kein Fragment? Hm. So, wo ist denn das letzte? Oh Mann. Gibt's das hier oder kann ich gerade nicht gucken? Ach, das ist ja gemein. Jetzt müssen wir das sicher irgendwie in die richtige Reihenfolge drehen. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Ja. So.
Ach, das ist die Sicherung. Klar. So sieht ein Sicherungskasten aus. Und durch das Entzünden. Das ist. Aber es ist schön, dass sie auch an sowas denken hier. Wie den Wecker. Es ist nur merkwürdig gemacht. Gibt's hier noch was? Nö, ne? Aber wie gesagt, es ist trotzdem cool gemacht. Das kann ich nicht meckern. Und dass solche Spiele seltsam sind, das ist normal. It's the Inn's ledger. It only shows my name, but it looks like somebody has done some erasing. Rubbing it with a pencil might show me the truth. Tja, dann müssen wir erstmal einen finden. Ah, da. I knew her name had to be here. I need to go to the police with this. To the police. Overpriced tourist knickknacks. It's a nice necklace in there, though. Ach, die wirst du jetzt klauen, oder was? Ja, erst mal rankommen vor lauter Lachen. It won't open. Dann müssen wir dieses komische Triskel finden. Ah, uns fehlt aber noch ein Teil. Zwei Teile. Aha. Jo. Zwei Teile fehlen uns wohl noch. So. Oder eben auch nicht. Start und Teil. Und das Ding. Naja, dann haben wir da. Würde ich mal sagen. Die Kette. Na lecker. Aber wir brauchen ja für die Statue noch, ne? Da jetzt irgendwas reinwerfen. If I don't want to get shot, I'll have to find something I can put into his hand to replace the keys. Ja, das war sehr leicht. Warum hat er denn da? Na gut, an der Heizung ist natürlich schön zu schlafen. Aber im Schankraum auch zu schlafen. Schankraum, sag ich schon, im Eingangsraum zu schlafen, ich weiß ja nicht. Und eine Waffe direkt im Arm ist natürlich sehr American Way. Matt? Hier aus dem Gasthaus öffne das Stadttor. Ja, wie war das irgendwie? Irgendwo müssen wir diese Augen hinpacken. Ja, hier lässt sich nichts öffnen. Das ist das Inn. Überall Wölfe. Ist das ein Waffenladen? Ach, Polizei. Do you have any idea what time it is? Come back when the sun is up. Ja, toll. Das ist eine sehr hilfreiche Polizei. Können wir noch mal probieren? They certainly weren't any help. Aber sonst kann man da noch sonst irgendwas tun? Ein Molotow-Cocktail ins Fenster werfen oder so, um zu zeigen, dass es egal ist, zu welcher Zeit und so. Ja, ja. Es gibt ja nur diese beiden möglich. Ah, da oben geht's aber auch noch hoch. Locked. Was ist das für eine komische Stadt hier?
looks like I'm going to need a pair of eyes to get this working. Ja, ich merk's. Kennt man ja. So, man braucht Augen. Oh Mann. Das ist doch jetzt wohl nicht euer Ernst. Also, weil das ist ja nun nicht gerade schwer. Ich bitte doch. Looks like someone has left me another mysterious note. Seems whoever it is wants me to visit that house. Da ist ein Haus, ist ja gar nicht, ist das ja eher auf die Karte aufgemalt. Du bist hier? Ja, das habe ich mittlerweile eingesehen, wo ich bin. Also ich habe mich hier schon eingefunden. So langsam macht mir das Spiel aber tatsächlich Spaß, muss ich sagen. Es ist zwar merkwürdig, aber es ist ein Wimmelbild oder Point and Click und die sind halt merkwürdig. Oh. Hallo. This can't be happening. My eyes must be playing tricks on me. Haben wir irgendeinen Knochen zum Werfen dabei oder so? Strange looking structures. Gehen wir da einfach mal lang. Hier können wir sicher die Statue irgendwo abgeben. Was ist das? Eine Mondscheibe. Das path is blocked by that stone portal. Have to figure out how to get through. Wie immer, da ist halt eine Aussparung, wo man irgendwas reintun muss. Ha. Wolfscheibe. It's those guys in robes again. They must have Terra. Wahrscheinlich. I don't see a way across right now. Eine Libelle. Da ist so eine Wolfspfote. Kann ich die nicht mitnehmen? Also im Moment komme ich da nicht dran. Wie sieht's denn hier aus? Das sind alles die gleichen Steine. Ha. Da ist noch eine Libelle. Sonst sehe ich hier nichts. Das ist aber interessant gemacht. Oh my God. There it is again. I've got to find Terra. Auch solange der uns nicht auf die Pelle rückt, ist mir das relativ wurscht. It won't open. War cool gemacht. It won't be complete until I find all the pieces. Ah. It won't be complete until I find all the pieces. Ja, da müssen wir halt noch ein Piece finden. Ein Frieden. Die haben hier alle so komische Spiegel und Linsen auf dem Dach, ne? Sehr merkwürdig. It says the head is missing its whistle. You'll find it in the fountain by the church. Eine Pfeife. That lever seems to control the gate. But there's no way I can. Ist auch sinnvoll, dass man so einen Hebel da oben dran klatscht, ne? Der da auch so merkwürdig. Als ob man irgendein PNG genommen hat und das da so hingeklatscht hat. So einfach, als ob es da gar nicht hingehört. Something is supposed to go here. If I can believe that note, I'll need to get the owl whistle from the pond by the church. Bei der Kirche. Mhm. Bei der Kirche. Uff. That stone face is missing its runes. I think I see some. I'll have to match each symbol correctly. Ich soll Runen finden. Hier im Bild oder wie? I'll have to match each symbol correctly. Ah.
Ach, so ein Spielchen. Also, uns fehlt so ein, auf jeden Fall. Nö. So ein umgekehrtes N. Ein Pfeil und so ein... So eins. So eine Ecke. Hm. Da, das könnten wir noch mitnehmen. Und so ein umgekehrtes N. Hatten wir das nicht schon? Nee, das ist es nicht, ne? Dann nehmen wir das mit. Ja. I'll have to match each symbol correctly. Das ist ja schon wie so ein Kinderspiel hier. Da ist ein N. Ein Stundenglas. Ein Ding. Ein Bums. Eine Ecke. Und ein größer, kleiner. One owl whistle for a giant statue head. Let's go see if this works. Es ist schon komisch. Aber es ist interessant. Komisch. Aha. Ja, ist klar. Was für eine fette Eule sich da jetzt draufsetzt. The great and strange old owl lady. Oh, it's you. Someone thought maybe you could help me. Yes, I remember. You are in grave danger. You must act now if we are to save your friend. She was too close to the key, and now you must recover it. The key? The ancient wolf amulet. Take this and search your friend's room to find it. Warum hat sich ihr Hintergrund da gerade bewegt? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss ich auch nicht. Have you found the amulet yet? Nö. Return here when you have found it and I will tell you what I know about your friend. Also das Amulett gefunden. Ach, ja. Die hat aber auch alles zugerammelt hier. Die Spinnen sehen auch anders aus als der Hintergrund. Auch wenn es cool gemacht ist, das Spiel. Manche Sachen, die sehen nicht stimmig aus. Genau wie die Eule da oben drauf. Nicht wirklich zur Umgebung passt. Die haben ganz unterschiedliche Schärfe gerade. Und die liegt da auch so ein bisschen so aufgeklatscht drauf. Das ist, merkwürdig. So, uns fehlt ja noch hier so ein... Das funktioniert nicht eventuell hier schon. Da. Funktioniert das schon an der Tür? Nee. Da geht das nicht. Da fehlt uns dann wahrscheinlich die Sonne. Ich habe jetzt gerade nur halbwegs aufgepasst. Es war eine lange Reise, aber endlich erreichte ich Lycan Isle. Nicht verraten, was es sich handelt, genau. Ich wachte mit Kratz. Mit Kratzgern. Mit Kratzgern und in nassen Sachen auf. Aber mir ging es letzte Nacht gut. Und im Regen war ich auch nicht. Wie das wohl passiert ist, Tara war nicht in ihrem Zimmer. Ja, warum wohl? Wahrscheinlich ist sie nur auch ein Werwolf. Darum hatte sie wahrscheinlich Kratzer und nass, weil Regen und so. Es sah aus, als hätte sie überhaupt niemand darin übernachtet. Der Gasthofbesitzer meinte, dass in den letzten Tagen keine Gäste hatte. Darum wurde sie wahrscheinlich auch da oben eingesperrt, ne? Weil sie halt Werwolf und so. Und dann hat die Treppe abgeschlossen, damit ich nicht gehen kann. Irgendwas stimmte nicht, ich muss auf das Treppentor aufbekommen. Ich warf einen Blick in Taras Fenster und sah, wie vermummte Gestalten etwas vorzerrten. Sie haben in etwa so ausgesehen. Och,
Ich kann aber gut zeichnen. Irgendwas stimmt dir nicht. Ich sollte meine Augen offen halten. Ich weiß, dass Tara hier war. Unter dem Kissen in ihrem Zimmer fand ich ja ihre Sonnenbrille. Dort lag auch eine Art Griff und eine Notiz. Hinter der Falltür unter dem Teppich in meinem Zimmer fand ich einen archaischen Videoplayer, den es auch bestimmt gab. Im Schrank meines Zimmers finde ich wohl etwas, mit dessen Hilfe ich dem Gasthof entkommen kann. Diese Notiz befand sich im Schrank meines Zimmers. Bei dem Stadttor habe ich ein weiteres Kartenfragment gefunden. Am Rand wurde ein Haus eingezeichnet. Vielleicht weiß die Person, die mir Hinweise gibt, auch etwas über Tara. Begegnet einer Kreatur, einem Wolf, der wie ein Mensch lief. Ich weiß, dass die Einwohner dieser Insel früher Werwölfe verehrten, aber die gibt es doch gar nicht, oder? Diese Notiz befand sich am Tor des Hauses mit der Karte. Ich muss noch mehr herausfinden. In dem Haus, das auf der Karte markiert war, lebt wohl eine alte Frau. Ja, nicht nur wohl, sondern lebt sie halt. Sie weiß etwas über Tarat, aber ein Emblem gegeben und sagt, dass sie sich im Zimmer Nummer 2 des Gasthofs eine Art Amulett suchen soll. Ja. Dann düsen wir mal zurück. Was ist da los? That sounded like it came from the inn. Oh my. Something really bad happened here. And the innkeeper's gone. Tja, wer weiß, wo der hin ist. Dann wollen wir doch mal gucken. Da haben die nur 2 Zimmer? That note wasn't here before. Ja, ja, das ist mir klar. I recognize these symbols. I'll record them in my journal. Als sie zurückkam, lag auf Taras Tisch eine Notiz. Stärke Fackeltag, mehr Feuer Verwandlung. Diese Hinweise werden sich noch als nützlich erweisen. Wer weißt du das denn? Na klar, auf einmal fällt's dir auf. A key piece is missing from this. Ja, ist klar. Kennt man ja. I'm going to need something to light this with. So, Geheimraum. Ach, dann müssen wir jetzt wieder Kabel. Was? Wie jetzt? Ist das wurscht wo? Nee, wir müssen jetzt hier nicht irgendwelche Runen bilden, oder? Feuer, Verwandlung und Stärke. Ich ahne doch Dinge. Feuer, Verwandlung und Stärke. Also C, N, N. C. Nein. CNN, ne? Ahnt ihr, was ich meine? C. So ein falsch rumes N. Und so ein anderes N. Bin ich gut oder bin ich gut? That amulet Brina mentioned must be hidden here somewhere. Ja. Das ist, ist das eine Art Öllampe? Hier sind so Kristalle. There's a safe here. The pipes are in the way though. If I fix this blowtorch, I can cut the pipes.
Wie willst du denn diese Lampe reparieren? Mit Dingen, die so rumliegen. Mhm. Okay. Dann brauchen wir noch zwei. Ein Ding. Okay. I need to attach the handle and nozzle before I light it. Griff. Das ist doch ein Bunsenbrenner. Interessantes Feuerzeug. Und damit schmelze ich jetzt die Rohre weg. Ist klar. I'll need to find these symbols before I can open it. Oh. Was man hier mal alles finden muss. Also wer auch immer hier wohnt, hat extrem Langeweile mit seiner Architektur. Also wir müssen hier Kartenspiel-Symbole finden. Das sieht aus wie ein Karo. Uff, das sieht aus wie Kreuz. Das könnte als Herz durchgehen. Könnte aber auch nur. Das könnte auch als Herz durchgehen. Dann fehlt uns jetzt noch Pik. Ich habe ewig keine Kartenspiele mehr gespielt. Oma hat früher immer gerne Karten gespielt. Deshalb hat sie dann auch immer aus dem Dorf so Omas eingeladen. Da haben die dann immer ihr Kartenspieler-Treff veranstaltet. So, jetzt bin ich gerade doof. Jetzt kann ich gerade nicht gucken. Da ist er. Ja, ich bin ja kein kleines Kind mehr. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach reinklicken und die gehen automatisch dahin. There's the amulet. But it's missing its jewels. Da ist eins. Da ist was. Da und da und da. Was fehlt jetzt noch? Eins fehlt noch. Da. Hätten wir das auch geklärt. Upsala, das sieht aus wie Sailor Moon hier. Das sind die Tatzen. Die Ballen. Aha, schickes Amulett. Du hast das alte Wolfsamulett repariert. In ihm steckt eine keine Energie mehr. Finde den Obelisken, um es aufzuladen und setze deine Kräfte, also deine uralten Kräfte ein. Ja, diese Obelisken haben wir ja überall. Finde das Wolfsamulett im Gasthof. So langsam macht es mir echt Spaß, muss ich sagen. Oder wollen wir erstmal versuchen, das Ding aufzuladen? Ich habe doch hier draußen Obelisken gesehen. Die waren hier doch überall. Da ist ein Obelisk. Oder muss ich ein bestimmtes? Ah, steht da ja sogar. Welches er hier haben möchte. Okay, einen haben wir. Bin ich doof? War hier nicht noch einer? Irgendwo? Das, genau. Das komische Symbol. So. Und da ist noch einer. Ja, Mai. Das ist nicht ganz richtig. So.
Dann haben die Dinger jetzt auch mal einen Sinn, diese Obelisken. So. So. Die vier Ballen haben wir schon mal aufgeladen. Und jetzt fehlt uns ja nur noch das Hauptballendings. Und wahrscheinlich der Kopf da oben auch noch. I found the amulet behind the wall in Tara's room. How did you know it was there? I know every corner of this island. Now, the amulet can help you on your next quest. You must fill the rubies of the wolf paw. Rebuild the glorious statue of me and then retrieve my staff. Don't linger, dear. Things are getting very dangerous. The beast is afoot. Okay. Dein Amulett ist jetzt voll aufgeladen. Kehre zum Haus der alten Frau zurück. Haben wir ja direkt vorgegriffen. Probably fix the statue first. Ach so. Wo ist denn die Statue der alten Frau? Wo ist sie denn? Ich guck nochmal mein Journal. Diese Hinweise werden sich auch nützlich erweisen. Am Mittag ist immer ein Geheimraum entdeckt. Es wurde mit Hilfe des keltischen Symbols oder dieser seltsamen Statue geöffnet. In diesem Raum befanden sich zahlreich, das sieht aus wie galreich, Gepäckstücke. Ja, eine tolle Schrift. Einige davon sind schon, beides geht echt, Jahrzehnte alt. Wem gehören sie und warum wurden sie hier versteckt? Ich habe das Amulett, das die alte Frau beschrieben hat, aus den Teilen des Geheimraums zusammengesetzt. Ich stieß auf einen Obelisken. Nicht nur auf einen. Der seltsame Glühte, als ich das Symbol wiederherstelle, leuchtet ein Teil des Amuletts auf. Das Amulett reagiert also auf die Kraft an diesem Ort, aber was hat das zu bedeuten? Gib dich auf den Toll. Wo ist der Königspfad? Ah, und langsam geht hier die Mondphase weiter. Für den nächsten Tipp, den wir dann kriegen können. Das ist, muss ich sagen, cool gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist der Königspfad? I don't see a way across right now. Ich guck nochmal auf die Karte, ob das da irgendwie angezeigt wird. Waldweg, Gemischtwarenladen, Polizeiwache, Gasthof, Museum, Stadt, Stadttor, Königspfad, aha. Also irgendwie rechts. Ich bin doof. Du bist hier. Also muss ich jetzt nach rechts. Aber ich... Ah! Oha! Habe ich es nicht gesagt, dass sie ein Werwolf ist? So, meine Lieben, an dieser Stelle, wo es jetzt ein bisschen spannend wird, machen wir aber morgen weiter. Deshalb sage ich vielen Dank fürs Dabeisein und bis morgen. Tüdelö.